Hallo zusammen, grüßt euch, hier ist euer Martin. Und wie ihr seht, ich bin wieder bei einer meiner Lieblingsbeschäftigungen, nämlich Kochen und Backen. Und wir haben uns überlegt, dass wir, es gibt ja eine super schöne Show und einen Veranstaltungsabend, nämlich Dinner and Show. Und zu jedem Essen, finde ich, gehört auch immer ein leckerer Nachtisch. Und dafür habe ich mir diesmal ausgesucht die Splittereistorte. Und da gibt es ja ganz viele Rezepte, ganz viele Zusammenstellungen. Aber ich habe mir überlegt, ich mache eine Variante, die mir am besten schmeckt natürlich und die auch relativ schnell zu machen ist. Und dafür brauchen wir eigentlich nur drei Zutaten. Wir haben einmal natürlich unseren Krokant, ja, den haben wir hier schon mal in der Schüssel vorbereitet. Wir brauchen so ein paar Schokoplättchen und wir brauchen Baiser und natürlich die Sahne. Diese drei beziehungsweise vier Zutaten tut man einfach zusammen und dann kann man das in verschiedenen Formen mit reintun. Ich bereite das mal hier mit euch einmal vor. Das wäre also einmal durch den Krokant schon mal in die Schüssel rein, dann einmal die Schokoflocken. Beim Baiser ist es ein bisschen so, dass ich das ganz gerne recht klein habe, also dass die Stücke recht angenehm dann auch nachher zum Essen sind. Deshalb brösel ich das so ein bisschen klein, beziehungsweise nutze dafür meinen Mörser und das ist für mich die einfachste Methode. Es gibt auch einige, die machen das dann ganz grob in der Verpackung. Ja, ich habe mir das überlegt, wenn ich das klein brösel hier. Es dauert natürlich ein bisschen, aber das kostet nicht viel Kraft und man kriegt diese Baiser-Teile eigentlich ganz gut zerkleinert. Und wenn man das Baiser natürlich sehr großkörnig mit reintut, dann kann man das natürlich auch von der Konsistenz ein bisschen variieren. Also ich mag es ganz gerne, wenn das halt sehr klein ist. Natürlich kann man das auch in den Mix reintun, aber das ist mit dem Baiser, glaube ich, dann auch schon, glaube ich, ziemlich vorbei. Ich bereite das hier mal vor. Man muss da natürlich ein bisschen vorsichtig sein, dass das Ganze gut funktioniert. Ja. Man muss natürlich ein bisschen Geduld haben mit dem Zusammenbröseln. Ja, und ein Durchgang müsste mit mir noch durchgehen. Das wäre dann so zumindest schon mal eine große Zutat noch. So, jetzt haben wir es auch gleich geschafft. Wer Baiser gar nicht mag, kann das natürlich auch ohne Baiser machen. Ja, und es gibt natürlich auch 1000 Varianten, die man noch dazu machen kann. Aber da komme ich gleich zu. So, ups. Jetzt habe ich erstmal die trockenen Zutaten alle zusammen. Schwuppdiwupp. Und jetzt kommt natürlich noch die Sahne. Ja, in der heutigen Zeit ist es eigentlich so, dass man mit der Sahne eigentlich immer das hinkriegt, dass die Sahne halt steif wird. Ja, ich hoffe, das wird mir jetzt hier auch gelingen. Es wird also ein bisschen lauter. Wie ihr seht, habe ich so von meiner Oma noch das Rührgerät. Natürlich kann man das auch mit dem Stabmixer machen. Das ist dann auch natürlich möglich. Ja, die Sahne so lange schlagen, bis sie dann halt ganz normal steif ist. Manche bringen da auch Sahnesteif noch mit hinzu. Ja, darauf versuche ich eigentlich zu verzichten, weil die Sahne eigentlich so gut ist, dass sie halt auch von alleine halt steif wird, wenn man sie rührt. Da muss man ein bisschen Geduld haben. Ja, aber ich sehe schon, es verfestigt sich schon. Das ist natürlich der Teil, der dann mit am längsten dauert. Aber wenn wir das dann einmal haben, kann man das dann nachher ganz gut unterrühren.
So, wenn sie dann einmal geschlagen ist, kann man die jetzt mit den restlichen Sachen unterheben. Das heißt, ich tue dann die Sahne dann auch mit hinein. Ja, man kann das halt ganz gut portionieren, dass man sagt, okay, man möchte ein bisschen mehr haben oder möchte ein bisschen weniger haben. Aber mit einem halben Liter kommt man eigentlich schon ganz gut aus. Je mehr Sahne ich natürlich da rein tue, desto mehr verdünnt sich das auch mit den anderen Sachen. Das heißt, wenn ich das jetzt hier einmal vermenge und unterhebe, ja, sieht das schon recht gut aus. Und vor allen Dingen riecht das schon gut. Ich könnte das jetzt eigentlich so mit dem Löffel schon wegschlecken. Ja, also gut vermengen. Ja, dass das alles gut verteilt ist. So, und wenn man das dann einmal so gut durchmischt hat, ist jetzt eigentlich der nächste Schritt nur noch, dass man das in ein Gefäß reintut, was man dann halt gut in die Kühltruhe reintun kann. Und wie gesagt, man kann das super portionieren, indem man dann sagt, okay, ich nehme ja irgendwelche Formen. Viele machen das halt auch als wirklich Torte dann, dass sie das in eine Springform reintun. Ich habe mir heute überlegt, eine schöne Möglichkeit ist natürlich auch, das in so kleinen Silikonförmchen reinzutun. Die haben wir jetzt in Herzform gewählt. Und dann kann man diese Sachen, also sprich unsere Creme, dann schön in diese Förmchen reinpacken. Da muss man halt ein bisschen spielen, ein bisschen Geduld haben. Und dann, wenn wir das dann nachher gemacht haben, kann man das natürlich so in die Kühltruhe reintun. Das muss ungefähr einen Tag gut in der Kühltruhe sein. Also natürlich kann man, wenn man gar nicht erwarten kann, schon so nach 2-3 Stunden mal gucken. Ja, aber das ist dann halt alles immer noch ziemlich weich, aber schon gut gekühlt. Ich lasse das immer einen Tag in der Kühltruhe und dann am nächsten Tag, so ungefähr eine halbe Stunde, bevor ich das essen will, oder Viertelstunde. Ja, das kommt drauf an, wie fest das nachher sein soll. Hole ich das dann aus der Kühltruhe raus. Wenn ihr natürlich kleinere Behälter habt, dann taut das natürlich schneller auf. Bei der großen Torte, wenn ihr das wirklich in eine Springform macht, dann wäre es ganz gut, wenn sie halt ein bisschen angetaut ist, damit man das besser schneiden kann und natürlich der Geschmack dann auch besser durchkommt. Ja, ich mag es halt ganz gerne, wenn es halt noch richtig gut gefroren ist, und weil dadurch hat man dann natürlich diesen Eiseffekt super dabei und kann das halt als Nachtisch dann immer gut dabei stellen. So sieht das dann aus. Wir haben dann also so kleine Förmchen, die tun wir in die Kühltruhe, lassen die einen Tag drin, und am nächsten Tag, beziehungsweise dann für uns, am 13. März für die Dinner-and-Show-Geschichte, dass man das als Nachtisch dann schon mal vorbereiten kann, einen Tag davor, also am 12. und dann an dem Abend dann denkt, okay, jetzt stellen wir und können dann einen super leckeren Nachtisch genießen. Ihr habt gesehen, das Ganze geht recht schnell, und wenn ihr die Zutaten sowieso zu Hause habt, dann ist es halt natürlich perfekt. Ansonsten muss man dann noch einmal kurz umgehen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin voll der Fan davon, und ich habe mir dann halt so die kleinen Portionen gemacht, und
esse das auch zwischendurch einfach mal. Ja, wenn man sagt, okay, abends vorm Fernsehen, ja, dann einfach ein selbstgemachtes Eis und dann kann man das auch löffeln. Ja, ich habe das auch sogar schon mal gemacht mit so Eiskugeln, dass man dann so Eiskugeln davon abzieht und dann sich einen sehr schönen Eisbecher daraus machen kann. Ich wünsche euch jetzt erstmal super viel Spaß damit. Probiert es mal aus und ich wünsche euch viel Spaß damit. Bis dahin, euer Martin. Ciao, ciao. Das war's von mir heute.